Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII. Mit mir, Tim Westreff. Lass uns dann mal dem ollen Bürgermeister da folgen, der einfach mal die Galbadianer selbst herausfordert, und zwar durch Reden. Ja, aggressive Soldaten mit Reden herausfordern, ja. Okay, wenn er sich das zutraut, bitteschön. Also, ich halte ihn nicht auf, okay. Oder wollt ihr, warte mal, ich will mal gerade übernachten, okay. Ja, über Nacht sind die Soldaten bestimmt weg, ja. Die Stadt wird angegriffen? Guck, das ist eigentlich so richtig paradox. Die Stadt wird angegriffen, ja. Aber wir können hier übernachten und seelenruhig schlafen? Das ist irgendwie komisch. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist eigentlich diese Timbermaniacs. Die will ich gern haben. Eine alte Timbermaniacs erhalten und gelesen, ja. Aber, irgendwie findet man diese Timbermaniacs immer so in Hotels oder so. Das ist irgendwie schon, ja. Ich frag mich, woran das liegt. Ah, warte mal, Moment mal, bei dir kann man doch noch einkaufen, oder? Ich würde mal gerne wissen, was du hast. Obwohl, ja, ihr alt... ich habe nichts gesagt. Schauen wir mal ein paar Zelte. Megapillen können wir auch mal ein bisschen gut vertragen. Treibstoffzelt, Weihwasser, Nee, warte mal. Da, hier so. 10 High Potions kann auch gut sein. Wartet mal, jetzt beehren sie uns wieder. Danke. Ich will noch mal gerade checken, ob jeder 1000 Vikra hat. Ach, 1000, ja, 1000 Vikra. 100 Vikra, meine ich. Ey, 1000 Einheiten Vikra. Oh, das wäre eine bombastische HP-Anzahl. Ja, aber jeder hat 1000 Vikra. Das ist, ach, oh, 100 Vikra. Ja, so halt. Das wäre der Obergau. 1000 als Zaubereinheiten. Das wäre geil. Okay, Leute, wir gehen zum netten kleinen... Ja, ihr wisst schon. Dem da halt. Vielleicht will er auch gar nicht... Will er auch gar nicht, dass wir ihm helfen. Wenn die Galbadianer es nur auf den Garten abgesehen haben, da hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden die sie gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elyon heißt. Elyon? Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich, wir kennen keine Elyon. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edea. Bitte nicht! Willst du als Erster sterben? Soll ich langsam einschreiten? Abwarten? Er ist zwar ein Widerling, aber wir müssen einschreiten. Ich dachte schon, du schaust nur zu. Aber wir werden uns Zeit lassen. Ja. Ja, aber nee, wir rennen jetzt so. Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, hier sind Seeds. Holt das Eisenkrat. Hä? Was, Eisenkrat? Okay. Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Squall! Boah. Okay. Ja, ihr seid einfach nur einfache Soldaten. Also bei euch muss ich groß nichts machen. Aber ihr sucht keinen Bock, euch in Stein zu verwandeln. Außerdem habe ich ja auch keinen Stein, glaube ich. Aber jetzt wird es interessant, meine Lieben. Wir treffen jetzt einen alten Gegner wieder. Potion erhalten. 4 AP, bla bla bla. Ja, ja, ja. Now. Was ist das? Oh. Leute, das Ding kennen wir doch. Ist das nicht die BGH Y Dingsbums irgendwas? Genau, dagegen haben Selfi, Irvan und Xel gekämpft. In eine Infanteriewaffe. Im Schnelldurchlauf erledigen. Yep. Aber ja, das Ding hat überlebt. Aber wer sitzt denn da drin? Das ist... Ja, es würden ja wohl kaum Selfi, Irvan und Xel da drin sein und uns angreifen mit dem Ding. Also... Hallo? Nee. Aber was ist denn bitte mit Safe und so passiert? Wo sind sie? Wir wollen sie sehen. Moment mal, du hast doch jetzt keine Zustandskopplung, lieber Squall, oder? Oh, doch, hast du. Toll. Dann müssen wir warten, bis er aufwacht.
Und leider gibt's hier in FF8 noch keinen Wecker, ja. In FF12 hat man nämlich ein Item, um Schlaf zu heilen. Strahlenkanone. Das ist nämlich, das ist der Wecker, ja. Und hier gibt's noch keinen Wecker. Wach auf, Squall! Na, klasse, toll. Warum musst du so lange pennen hier? Während dem Einsatz schlafen ist verboten. Naja, okay, ich könnte ja auch Zustandsabwehr in Schlaf machen. Das wäre ja eigentlich auch sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt bitte keine Strahlenkanone. So. Och, Mann! Wieso dauert das so lange? Na also, jetzt mach hinne. Yay! Schicksalszirkel! Jetzt bist du erledigt. Es gibt kein Entkommen mehr. Wuhuhu! 1408, eine schöne Zahl. Na 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 na. Yay, Kiefer MG, 20 AP. So, wer steckt denn in diesem großen fetten Panzer drin? Wenn jetzt Selfie, Xel und Irvine rauskommen, dann ist das aber schon sehr... Irvine ist schön, aber warum greifen wir uns an? Aber hey, Leute, es sind... Selfie, Irvine und Xel. Wow, Leute, ihr lebt! Wundervoll! Squall! Sie sind alle wohlauf, ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Xel, Irvine, gut, dass ihr es geschafft habt. Und wie sieht es jetzt mit dem Garten aus? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber dem Garten ist nichts passiert. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich hierher? Squall, darüber sollten wir lieber später sprechen. Stimmt auch wieder. Quistus Renoir geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Wartet mal, habe ich dich gekoppelt? Ja. Und jetzt? Nee, alles gut. So, Leute, wir sind wieder vereint. Das ist ja Affen. Das ist ja affengeil. Schön. Aber Renoir, du stehst hier so ganz allein. Du sagtest doch eben, gut, dass ihr es geschafft habt. Ja, und? Das passt aber gar nicht zu dir, aber ich finde das nett. Das ist, weil ich die Verantwortung trage, weil ich das wirklich gedacht habe, nur so dahergesagt. Weil ich das wirklich gedacht habe. Mir war eben danach. Was dagegen? So meinte ich das nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man es auch sehen. Squall, hättest du das auch... Ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Du warst ja nicht dort. Oh, woher wusstest du, was ich fragen wollte? Das war ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Jetzt übertreib nicht. Naja, bis dann, Squall. So, und jetzt noch ein Wort zum lieben Bürgermeister Dope, der jetzt unglaublich geknickt ist. Ihr habt mir das Leben gerettet. War es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank, nur... Nur was? Was will ich überhaupt? Dass er uns versteht? Vergiss es, das bringt nichts. Dass er uns versteht. Dass Sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrünstigen Killern. Aha. Ich hasse solche Gespräche, was sage ich Ihnen? Ich lasse es doch lieber. Ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die was dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um den anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche zu führen, erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für Sie kämpfen. Denken Sie immer daran.
Ja, Squall, da hast du recht. Es ist zwar schade, dass solche Dinge notwendig sind, aber es hat ja auch was Gutes. Ja. Gleise, die zwei Kontinente verbinden. Sie sind nicht mehr in Gebrauch. Oh, das wusste ich gar nicht, dass man das... Oh, oh, Leute. Leute, irgendwie erinnert mich das, ich will nichts über meinen Wohnort sagen. Ja. Aber bei uns gab es auch mal einen Bahnhof, der ist stillgelegt und der ist, das erinnert mich gerade sehr stark daran. Schade, dass er nicht mehr in Betrieb ist und jetzt wartet mal. Ich will jetzt eigentlich noch gern was machen, wartet mal. Und stopp, hier war irgendwie so ein Ereignis, das kann man doch irgendwie triggern. Mit Hilfe diesem Fischerknabe. Hey du, du fischst gerne, oder? Ich eigentlich nicht, aber ich muss mal, glaube ich, na klar sagen. Genau, schau doch mal, was ich so drauf habe. Hui, und hopp. Autsch. Boah, das letzte Mal war es das Ladenschild und diesmal bin ich dran. Wenn der angeben will, passiert immer sowas. Komisch, wieso fliegt das nach hinten? Vielleicht ist das Gewicht zu schwer. Okay. Ah, diese Tanzmusik. Lustig, okay. Sag mal, hast du einen getroffen, der am Kran gefischt hat? Ihr kommt doch gerade aus der Richtung. Ich habe jemanden gesehen. Nein, ich habe niemanden gesehen. Ja, ich habe jemanden gesehen. Im Ernst? Und wie war er so drauf? Er war richtig cool. Er war nur... Keine Ahnung, also ich habe den jetzt nicht groß beobachtet. Also ich schätze mal, das war da, wo wir gerade gegen diesen BGH-Dings gekämpft haben. Also ja, ich habe den nicht beobachtet. Er war nur ein alter Mann. So, bam. Ach so, na dann eben nicht. Warte mal. Was passiert denn, wenn ich jetzt ja sage? Er war richtig cool. Gell, 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 ich bin sein Lieblingsschüler. Ich werde auch einmal wie er. Als der Garten kollidiert ist, hat er bis zum letzten Moment gefischt. Ist das nicht cool? Wir beide verstehen uns ja prächtig. Ist eine coole Sache. Wir werden mich in Zukunft noch mehr anstrengen. Und hopp. Oh, ja. Also so elegant, wie du das Ding wirfst, ey, da... Krack. Lol. Du willst mich wohl ruinieren. Fein aus, wenn du angeln willst. Ey, Alter, ich mach doch keine gefährlichen Sachen. Hä? Lol, was? Ah, ein wenig Talent habe ich ja. Schaut doch her. Oh, komm, lass es sein. Oh. Es wird nichts passieren. Was zum... So ist es also. Komm mir bloß nicht damit. So ein Mist. Der Faden hat sich verwickelt. Lass mich runter. Lass mich runter. Aua. Wow, das war echt cool. Tja, 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 es ist gar nichts passiert. Du verdammter Amateur! Wie gemein, sag doch sowas nicht. Oh, Leute, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das vertonen soll. Ja, ihr wisst ja womöglich, dass ich Gedankengänge und Gespräche über Funk halt eben so mit so ein bisschen... im Ton verändere, so mit Equalizer und so, damit es halt auch so wirkt, also damit es auch so klingt, als würde man durch ein Funkgerät sprechen und so. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt bearbeiten soll, weil da waren schon ein paar kleine irgendwas dran dabei, das war, ja, gut. Aber egal, warte mal, ich will mal kurz gucken, ob Professor Dope, ja, ich meine der Bürgermeister Dope, unten ist. Und ja, bei ihm können wir nämlich eine Karte erspielen, genau. Und es ist die Quetzalcoatl-Karte. Ja, die GF Quetzalcoatl, ihr wisst. Ich hoffe, er ist da. Nein, ist er nicht. Na, super. Also, aber er saß doch jetzt nicht mehr da beim Bahnhof da. Als wir am Bahnhof waren und wieder zurückgingen, habe ich ihn... Da war er doch nicht mehr da, oder? Ich glaube, der war dann... Oder nee, warte, der war noch da. Okay, wisst ihr was? Dann müsst ihr die Quetzalcoatl-Karte noch warten. Das ist okay. Wir haben ja Zeit. Ein ganzes Spiel lang Zeit. Okay.
So, du da, kannst du mich mal hochfahren? Hey, du wieder. Hä? Hast du mich vergessen? Wir haben uns am Kran getroffen. Stimmt, oder? Ich weiß nicht recht. Sorry. Wenn du so höflich bist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich und mein Bruder kümmern uns um den Lift. Du hast ihn doch oben getroffen. Ja, genau. Es scheint, du hast nicht gewusst, mit wem du vorhin geredet hast. Na egal, wir sehen uns alle ähnlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag mir einfach Bescheid. Ja, den will ich jetzt benutzen. Nach oben fahren, bitte. Ja, ja, alles klar. Okay, steigt ein. Okay, das Tee hättest du dir sparen können, aber... Und dann ab geht die Post. Wow. Mensch. Schon krass, wenn man sowas erfinden kann und bauen kann. Ja, diese Menschen sind Genies. Also dieser Mensch ist ein Genie, der das erfunden hat. Und die Leute, die das machen, sind echte, boah, Praktiker. So, Irvine. Direktor Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was ist? Die Leute von FH sind doch alle hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzögerung geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Na klar, mach ich natürlich. Ich meine natürlich nicht. So. Irvines Head, also Irvines Kopf, stuck gerade. Also er kann sich nicht bewegen, guckt ständig zur Seite. Das ist witzig. Ich hoffe, er hat sich nicht irgendwie den Hals verdreht oder so. Nee, hat er nicht. Natürlich nicht. Nur ein kleiner Glitch. Ist okay. Hä? Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Sommerfest. Bald steht hier überall auch überall Sommerfeste an und ja, es ist ja gerade richtig Sommer. Es ist so heiß, Leute! Im Real Life meine ich jetzt. Moment mal! Mit Reparaturen haben die also das gemeint? Dachtest du, sie kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um sowas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Ja. Boss, also Squall. Vermutlich mal ganz stark, er hasst es, als Boss bezeichnet zu werden. Ich will kein Boss sein, verdammt! Warum immer ich? Why me? Immer werde ich damit belästigt. Und ich werde immer durch irgendwelches Zeugs verwirrt. Und immer bin ich der Letzte, der es erfährt, ja. Genau das haben wir die letzten paar Male oft gehört. So, wir werden zwangsweise nach unten gefahren, also ins Direktorat können wir nicht. Das ist vorerst auch mal nicht schlimm. Jo. So, also auf der Bühne fürs Sommerfest hast du gesagt, Irvine. Dann machen wir doch mal, dann müssen wir nach links. Auf der Schulhof. Da geht's lang, ja. Darauf, auf dieses kleine, nette Trichterdingsbums, ja. Was sag ich da überhaupt? Trichterdingsbums, ja. Weiß nicht. So. Also, Selfie ist betrübt, dann muntern wir sie auf. Obwohl Squall gar nicht so... aufmuntern, meine Fresse. Guck, sie weint richtig, sie reibt sich die Augen. Wund, oh je, komm. Selfie... So ein Reinfall. Der Garn fliegt, wir sind in FH kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gern die Band wieder auftreten sehen. Ich hatte schon einige Musiker in Aussicht. Ein Neige, okay. Ein weiterer kleiner Rechtschreibfehler. Das ist sympathisch. Ja, ach je. Sieht niedergeschlagen aus. Wein überlassen. Trösten. Wird schon werden. Danke, Squall. Dass du mich tröstest, ist ja ganz was Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues? Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss deshalb.
Hey, du grübelst ja wieder, aber laut sagen tust du nichts, gell? Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay. Ist keine Sorge, Squall. Irvine Kineas, ich überlasse sie dir. Hä? Squall, kommen Sie bitte ins Direktorat. Was ist denn jetzt schon wieder? Es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Selfie, wir wollen Fun haben. Fun? Was denn? Ha! Fun, der SpongeBob-Song. Ha! Das wäre jetzt cool, wenn du das machen würdest mit ihr, Irvine. Jetzt zeig's ihr. Warte mal, wie ging der Song nochmal? F steht für Freunde, da. U steht für die, uns, dich und mich oder sowas, ja. Oder so, keine Ahnung. Das wäre doch jetzt echt eine schöne Sache, okay. Fragen wir doch die Leute von FH, die gerade den Garn reparieren. Für die ist es doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du, ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge, ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja! Oder ja, die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben. Wow! Dann lass uns doch nach den paar Musikern suchen. Das klappt ja. Das wird cool mit ihr. Genau. Das wäre alles. Oh, hier sieht es aber schon ganz anders aus. Ich verstehe. Selfie hatte es schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten mal einmal hineinschauen. Übrigens schien es das Ziel der Galbadianer zu sein, Elion zu finden. Offensichtlich war auf Befehl der Hexe. Elion besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe diese Kraft einverleiben will? Oder gibt es andere Gründe? Sie meinen, die galbadianische Armee handelt auf Befehl Ideas und hat ihn F.H. Elion gesucht? Ja. Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Elion finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu bieten. Verstehe. Die Hexe Idea wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Elion gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Hier spricht Direktor Sid. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich habe Ihnen allen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir FH verlassen und uns auf eine Reise begeben. Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garden wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den Garden. Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gut heißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Und was ist mit meiner Meinung? Squall, es liegt jetzt an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer Ihre Bestimmung. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Mit der Hexe kämpfen ist okay. Solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin? Aus der Seed-Einheit austreten? Austreten, was dann? Was bleibt dann noch von mir? Ich will nicht mal daran denken. Kommt nicht in Frage. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe. Was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Sid? Heißt das, wir sollen seine eigene Frau beseitigen? Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Okay, Leute, aber hier ist erstmal Cut. Ich muss mal ganz schnell weg. Okay, bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Treff und ciao. Und Abspann ist jetzt auch vorbei. Tschüss.